Das ewige Thema Theater oder Filmset. Oder kriegt man vielleicht sogar beides unter einen Hut? Film ist Film und Theater ist Theater. Aber einige Schauspieler schaffen es dennoch, beides zu vereinen. Es gibt Schauspieler wie Lars Eidinger, Nina Kunzendorf oder Marc Waschke, die sowohl auf den Bühnen als auch vor der Kamera stehen. Viele von ihnen haben mit klassischem Theater begonnen. Ich denke nicht, dass es möglich ist, mit beiden Bühne und TV oder Fernsehen gleichermaßen zu starten. Es wird immer ein Medium geben oder ein Tool, wodurch man bekannt wird oder ein Genre. In Deutschland hat die Theaterbühne immer noch einen sehr hohen Stellenwert und die deutschen Bühnen sind international auch ziemlich hoch anerkannt. Die Schaubühne spielt zum Beispiel überall auf der Welt, Shanghai, Australien. Wie geht's für dich nach der Ausbildung weiter? Hast du schon deinen Weg oder deinen Plan im Kopf? Viele der staatlichen Schauspielschulen sind nicht so richtig offen dafür, dass die Studenten während ihrer Ausbildung drehen. Unterstützen das zum Teil auch nicht, weil es entweder die Gemeinschaft stört oder weil viele noch gar nicht so weit sind und noch gar nicht die Reife haben, größere Rollen zu spielen. Oftmals bleibt man dann vor der Entscheidung stehen, Schule oder Hauptrolle. Die Filmerfahrung und der setbezogene Unterricht fehlt an manchen Schulen. Insofern informiere dich einfach im Vorfeld, wie viel Camera Acting auch unterrichtet wird, wenn dir das wichtig ist. Viele private Schulen sind wiederum auf Camera Acting und die Arbeit vor der Kamera ausgerichtet. Da solltest du allerdings aufpassen oder die Augen aufhalten und dir die Dozenten etwas mehr unter die Lupe nehmen, weil viele der Dozenten sind nicht mehr im Beruf oder arbeiten seit Jahren nicht mehr im Filmbereich und kennen daher die praxisnahen Erfahrungen oder Veränderungen nicht. Kannst du dir vorstellen, als festes Ensemblemitglied im Theater zu arbeiten oder eher als freischaffender Schauspieler oder möchtest du lieber vor der Kamera sein? Falls du ans Theater bist und das für dich eine Option ist, hast du auch hier die Wahl, entweder in einem kleineren Haus, in einer kleineren Stadt zu arbeiten oder engagiert zu sein über mehrere Spielzeiten und da größere Rollen zu spielen und vielleicht auch besser gesehen zu werden. Oder ist für dich eine bessere Option, dass du an renommierten großen Häusern spielst, vielleicht deine Rollen etwas kleiner sind, du dafür aber die Möglichkeit hast, mit bekannten, prominenten Regisseuren und Schauspielern vor der Bühne, auf der Bühne zu stehen. Wenn du einen Vertrag über mehrere Spielzeiten in einem Theaterengagement unterschreibst, dann hast du eine Sicherheit. Du hast eine finanzielle Sicherheit und auch die Möglichkeiten, regelmäßig zu spielen und einfach in Form zu bleiben, mit Kollegen und Regisseuren enger zusammenzuarbeiten, intensiver zu spielen. Du entwickelst Routine beim Textlernen und du kannst deine Spieltechnik festigen. Auch wenn sich die Möglichkeit ergibt, einige Drehtage nebenbei zu haben, wird das Theater immer erste Priorität haben. Und für viele Agenturen ist es nicht so leicht, Leute zu vermitteln, Schauspieler zu vermitteln, die fest in den Theatern sind, gerade am Anfang. Warum entscheiden sich auch prominente Schauspieler dazu, Theater zu spielen? Man hat den direkten Kontakt zum Publikum. Das ist das, was oft auch beim Spiel und auch gerade bei der Arbeit vor der Kamera fehlt. Man dreht bestenfalls so lange, bis der Take oder so viele Takes, bis es passt, aber der direkte Kontakt und dieses Feedback mit dem Publikum ist oft nicht da. Dann gibt es noch freie Theaterproduktionen oder Tourneetheater, was bedeutet, dass man manchmal für mehrere Monate unterwegs ist, entweder in einer Stadt oder man ist in verschiedenen Städten unterwegs, wechselt jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Stadt und spielt dort eng mit den Kollegen, en suite, quasi ein Stück am Stück. Vor allem in den Wintermonaten, wenn weniger gedreht wird, nehmen viele Schauspieler Gastrollen in den Theatern an. Theater bietet zwar die Sicherheit, aber oftmals ist es nicht möglich, größere Rollen anzunehmen, durch Proben, durch Vorstellungen. Wie gesagt, das Theater hat immer die Priorität und gerade bei Serien ist es fast nicht möglich, ohne lange Vorlaufphasen zu haben. Wenn du mehr drehen möchtest, dann solltest du dir überlegen, mit wem, welche Regisseure, welche Schauspieler, welche Produktion, Genre, Format. Werde dir klar, ob du Serie, Soap, Dailies drehen möchtest. Meist kannst du keine Produktionen nebenher drehen, wenn du fest in einem Serienensemble bist, wie auch im Theater eigentlich. Das ist immer so ein Trugschluss, dass man meint, dass man nebenher noch irgendwie 2-3 Tage machen kann, aber auch da wird natürlich die Serie immer die Priorität haben. Lies
Drehbüchern, auch wenn sie nicht für dich sind oder auch wenn du nicht damit angefragt bist, aber versuch dich mit der Materie einfach auseinanderzusetzen. Weiß, was am Drehort passiert, lies Startlisten, versuch dich auch für die anderen Gewerke zu interessieren. Mach dich vertraut mit einem Drehplan und mach dich vertraut mit einem Dispo, weiß, was auf der Startliste steht, weiß, mit welchen Gewerken du zu tun hast und wie die Abläufe am Set passieren. Als Schauspieler hast du meistens einen Erstkontakt über den Caster oder den Castingdirektor. Der spricht entweder dich direkt als Schauspieler an oder kontaktiert dich über seine Agentur. Sobald du für die Rolle besetzt wirst, egal ob es ein Casting gab oder nicht, wird das an die Produktion weitergegeben. Die Produktionsassistent wird sich mit dir in Verbindung setzen und deine ganzen Informationen zu Drehbüchern, Drehplänen, Anreise, Vertragsgeschichten weiter koordinieren. Die Verträge werden vom Produktionsleiter gemacht. Der setzt sich dann meistens mit deiner Agentur in Verbindung. Was solltest du noch wissen für die Arbeit vor der Kamera? Du solltest dich mit der Arbeit am Set vertraut gemacht haben. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Theater, was beispielsweise das Produktionsbüro beim Set ist. Ist das KWB am Theater. Das KWB ist das künstlerische Betriebsbüro und hier laufen Verträge, Spielpläne, Vorbereitungen und alles Mögliche zusammen. Auch auf die Zeit nach einem intensiven Dreh solltest du vorbereitet sein. Wenn nicht sofort Folgeprojekte oder Drehtage kommen, kann das wirklich hart sein. Versuch, dich auch da mit Workshops, mit Kursen weiterzubilden und irgendwie dran zu bleiben. Du musst wissen, nochmals, 80% oder über 80% der Schauspieler können von diesem Beruf nicht leben. Jemand, der gleichermaßen auf der Bühne als auch am Filmset zu Hause ist, ist Samuel Finzi. Samuel spielt sowohl an den großen renommierten Häusern Theater als auch in großen Blockbustern, in Arthouse-Filmen, Serien. Er spielt sozusagen auf der ganzen Klaviatur. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Er hat mit Dimitar Gottschalk mehr als 20 Inszenierungen am Deutschen Theater gemacht, war Mitglied an der Volksbühne, im Ensemble und kennt sich bestens aus. Ich freue mich, dass er da ist.